Hallihallo, hallo, werte Kartenfreunde und Elder Scrolls-Fans und herzlich willkommen zur neuen Folge von Elder Scrolls Legends. Heute, ich habe mir gestern ein neues Deck gebaut. Es ist ähnlich wie das erste Deck, das wir hatten. Wir können ja mal kurz reingucken, bevor wir hier ins Spiel reingehen. Ich habe es gleich mal Massenaufruf genannt, weil jede Karte, also wir haben hier diese Karte, die wir auch vorhin hatten, das ist die Anti-Massenkarte eigentlich, die ich, falls es mal nicht läuft, also reingepackt habe, die jede Kreatur vernichtet auf beiden Seiten und jeder Reihe, bis auf eine zufällige von jeder Seite und jeder Reihe. So, dann haben wir die hier, die sich, wenn wir mehr Leben haben, verdoppelt, aber also auf die andere Seite noch mit beschwört. Den hier ist eine Prophezeiungskarte, kann eine andere Kreatur verstärken und ist ein Wächter, plus 2 geben. Die hier logischerweise, wenn sie durch Prophezeiung kommt, kann sie vernichten. Also kann sie vernichtet eine Kreatur meiner Wahl. Dann hier, die eine ganze Reihe auffüllt mit 1-1er Kreaturen. Die gibt jeder Kreatur, die auf dem Feld ist, von mir, plus 1 plus 1. Der da, den kennen wir, lässt mir eine Karte ziehen und geht ins Deck als 0-Mana-Karte zurück, wenn die zerstört wird. Der Blitz. Diese Karte, die mir eine Karte ziehen lässt, der wird, das ist eine Prophezeiungskarte als Wächter. Die opfert eine Kreatur, beschwört 2 3-2er auf jede Seite, also ein 3-2er auf jede Seite. Der kann beschworen werden als Prophezeiung. Prophezeiung und fesselt eine Kreatur, der gibt mir 2 Leben dazu. Der, naja, macht 3 Schaden random, wenn er zerstört wird. Die Karte gibt mir auf jeder Seite ein 1-1er. Diese Karte, wenn sie beschworen wird, gibt mir ein 1 plus 1 plus 0 Stall durch auf die Hand. Und die Karte macht 5 Schaden auf eine GF. Gegnerische zufällige Kreatur. Ob das Deck jetzt besser funktionieren wird als mein altes, werden wir sehen. Jedenfalls sieht es für mich ziemlich gut aus. Und ich hoffe, es läuft auch so gut. Wir sind noch Rang 5. Habe nicht viel gespielt, muss ich zugeben. Aber mal sehen. Vielleicht schaffen wir es auch mit diesem Deck. Vielleicht ist das wirklich ein sehr gutes Deck und wir schaffen es damit zu Legend. Mal sehen. Ansonsten werde ich vielleicht das und das andere Deck mal immer so ein bisschen Wechsel spielen. Das andere Deck, habe ich das verbessert, verändert? Ich weiß noch nicht. Werden wir mal sehen. Ob ich dann, wenn ich spiele, vielleicht erstmal verändere, weil das lief irgendwie nicht mehr so gut. Das ist mir so, oh, das ist schon okay, aber der, den wir später ziehen, am besten erst, wenn wir eine Kreatur von ihm zerstört, wenn wir erst eine Rune zerstört haben, wenn wir eine Karte ziehen können. So, wir haben das alles erstmal. Das ist nicht schlecht. Theoretisch könnten wir da einen hinmachen. Und hier einen hinmachen und haben 2-1-1er, die zufällig eine Kreatur zerstören, wenn sie gegen eine Kreatur rennt. Im besten Fall oder 3 Schaden auf ihn machen. Ja. Würde sagen, das ist okay. Hey, greift er an? Nein, wir wollen ihn nicht ausblenden. Und wir beschwören den nochmal mit. So, nächste Runde können wir schon theoretisch 4 Schaden machen. Oder 2 auf jeder Seite an eine Kreatur. Da würde ich den wahrscheinlich nächste Runde beschwören, weil wir haben ja nochmal. Wir sind dann auf 4 Mana. Das ist die Frage, ob ich den jetzt angreifen soll mit dem. Also, wenn es läuft, wird er zerstört. 50% Schach geht da noch gar nicht. Okay. Dann werden wir es auf die Art machen. Und beschwören hier eine Karte und lassen und ziehen die Karte. Gut. So, wie ihr seht, wir haben hier eine gute Karte gegen seine Karten. Ich glaube, er hat getroffen, oder hat er? Er hat getroffen, oder? Gerade eben. Bin mir nicht sicher. Der hat auf jeden Fall getroffen. Das ist okay. Aber jetzt haben wir eine Chance, eine höhere Chance, eine Kreatur von ihm zu treffen. Mal sehen. Tatsächlich. Und jetzt 50% Chance. Schade, daneben. Na gut, hier machen wir mal die Seite voll. Ha, nächste Runde können wir die Karte auf jeden Fall beschwören. Der wird uns niemals 10 Schaden machen können. So, damit haben wir dann auf jeder Seite ein 4-4er. Im besten Fall. Wenn er denn einen zerstören sollte, ansonsten bringt das noch nicht viel. Oh, schaut. Er füllt seine Hand auf jeden Fall auf. Das bedeutet, er hat gerade 9, das heißt, wenn wir ihm noch 5 Schaden machen, zieht er eine, muss er eine Karte, also zieht er hat dann 10 Handkarten, wenn er keine Prophezeiung gezogen hat. Und das bedeutet, die nächste Karte, die er oben zieht, wird von ihm zerstört quasi, weil man kann nicht mehr als 10 Handkarten haben.
in meinem Stiefel. Heißt, wir werden so einen verstärken, um die nötigen 5 Schaden zu machen und die Karte ihn ziehen zu lassen. Und hoffentlich, dass das keine Prophezeiung ist. Perfekt. Dann hat er jetzt eine Karte zu viel und er bezieht sie. Yay. Kein wilden Aschländer für dich. So. Das kann manchmal ziemlich geile Karten verbrennen. Ich denke mal, das ist nicht so jetzt die tolle Karte, die er verbrannt hat dadurch, aber... Es war ein Versuch, es war immerhin etwas, ja. So, wir werden wahrscheinlich den... Ich überlege mir den wahrscheinlich zerstören, ja. Und dann so ein Beschwörer. Mittlerweile können wir auch jetzt einfach den zerstören. Eigentlich könnten wir die schon aktivieren. Ich werde den jetzt einfach zerstören. Und dann die Karte beschwören. Weil die beschwört mir ja auch noch eine Kreatur. Ha! Er hat nur einen Handkarten. Ja, wir haben ihm viele Handkarten gegeben, auf jeden Fall. Und dadurch hat er natürlich einen kleinen Vorteil, weil er mehr Karten gezogen hat. Und mehr Optionen hat. Aber er hat nur mich getroffen. Das tut mir echt leid für ihn. Sein Ziel war natürlich, dass er ihn trifft, damit er ihn damit töten kann. Aber ist nicht passiert. Wir haben gerade... Die Karte hat gerade 2 Karten vernichtet, demzufolge. Was gut ist. Also, wir könnten den aufpowern. Für 5, dann macht er 6 Schaden. Machen wir, komm. Das Gute ist, wir haben diese Karte. Wenn er es schafft, alles von mir zu zerstören und ein gutes Feld aufzubauen, vernichten wir ihm einfach das gute Feld wieder. Indem wir das aktivieren, dann hat er eben nur noch 2 Kreaturen. Außerdem muss er jetzt mit beiden angreifen, damit er ihn zerstören kann. Theoretisch. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, und er muss Karten spielen, sonst zieht er mal über. Den können wir auch nochmal verbessern, dann würde er auch nochmal 4 Schaden. Okay, macht er nicht mehr. So. Jetzt besteht eine gute Chance, dass wir natürlich eine Kreatur beschwören, weil er was von uns zerstört. Ha, wurde aber nicht, ist nicht passiert. Wir könnten mittlerweile das machen, ja. Hoffen, dass er dann zerstört wird. Bums. Ist natürlich nicht passiert. Das ist rein zufällig, was zerstört wird. Leider hat es dann die Schwächsten erwischt. Ja, ey. Hat sich also absolut nicht gelohnt. Der hätte zerstört werden müssen und am besten der. Dann wäre alles okay gewesen. Okay, dadurch können wir Karten ziehen. Das ist gut. So, ja, das ist egal, denke ich mir. Wir ziehen auf jeden Fall erstmal eine Karte. Und ich glaube, wir ziehen nochmal eine Karte. Die können wir auch nochmal aktivieren. Ich meine, wenn er es nicht schafft, einen davon, also er muss beide zerstören, das ist halt... Ein zerstören, dann ist er tot. 3, 5, 8. Er macht uns 12 Schaden. Das heißt 5 Schaden und dann sind wir tot. Ist schon riskant, was wir machen. Allerdings haben wir eigentlich so viele Karten, die sich beschwören. Wir ziehen sie nur nicht. Das ist hart. Ich glaube, wir sind tot, wenn wir nichts... Oh, wow. Okay, wir sind deswegen tot. Shit happens, würde ich sagen. Wir hatten 10 oder 20... Wir hatten... Okay, das will ich gleich nochmal nachgucken. Wie viele... Wir hatten unendliche Karten, die wir hätten beschwören können. Ist leider nicht passiert. Traurig. Hallo? Warte. Wir hatten... Nur so, um das mal klarzustellen. Was hätten wir alles beschwören können? Also ziehen können. Ich glaube, eine davon. 3 davon. 3 davon sind 7. 3 davon sind 10. 3 davon sind 13 Karten alleine, die wir hätten ziehen können. 13 Karten, die noch im Deck waren. Und wir waren bei 35 Karten, glaube ich. Also waren das ungefähr eine 33% Chance, eine Karte von denen zu bekommen als Prophezeiung. Leider nicht passiert. Wir haben deswegen verloren. Wow. Weil der Gegner 2 Karten hatten, die man ins Face schießen kann. Und das ist erbärmlich. Das ist einfach erbärmlich. Was soll ich dazu sagen? Lächerlich und dreist, aber mir... Aber ich bin schon dran gewöhnt. Es regt mich immer noch auf. Aber es ist bei mir immer so, dass sich diese nie aktivieren.
Egal wie viele ich spiele. Es waren 13. 13 verfickte Karten, die sie hätten aktivieren können. Keine Ordnung. Ich hatte die auch gedrückt. Ja, genau. Jetzt ist das... Es ist unglaublich, wie scheiße man ziehen kann. Wir haben natürlich auch ungefähr wahrscheinlich 15 Karten im Deck, die wir ziehen können, die wir in den ersten zwei Zügen spielen können. Und wir ziehen davon eine jetzt. Wow. Okay, immerhin. In Zug 2 konnten wir immerhin was spielen. Das ist schon mal wichtig. Das besteht also ungefähr in Runde 2 eine 33% Chance, dass wir eine Karte hier beschwören können. So. Dies ist leider ein kleines Problem für uns. Weil dadurch, weil wir nichts haben, was ihn zerstört, wird er sein Schutzschild aktivieren. Und er kriegt eine Verzauberung, eine Karte auf die Hand, die eine Kreatur +2/+2 gibt. Plus Karte ziehen lässt ziehen. Wir machen da auf jeden Fall Schaden drauf. Zack. Jetzt ist die Frage, wollen wir die aktivieren? Oder lassen wir das? Lassen ihm schön das Feld aufbauen und zerstören im nächsten Zug das hier. Und meine Antwort ist, wir machen diese Karte im nächsten Zug. Wir lassen ihm schön das Feld aufbauen, viele Karten aktivieren im besten Fall. Dann kommt der Verbrennungsstoß und zerstört ihm alles bis auf 2 Karten. Ah, ich habe nicht gesehen, dass der 1-3 hatte. Ups. Na gut, auf jeden Fall beschwört er wieder eine Kreatur. Die Frage ist, reicht das, um diese Karte zu aktivieren, die ich aktivieren werde? Ja, für 6 reicht das? Ich glaube noch nicht. Doch, reicht das schon. Wir zerstören ihm mal ein paar Karten. Ups. So. Das ist die Karte, die... dafür hilft, dass wir eben nochmal, dass er das Feld nicht total beherrscht. Natürlich wäre es besser gewesen, wenn er zerstört worden. Mal sehen, ob wir überhaupt mal eine Prophezeiung aktivieren. Wir haben richtig viele im Deck. Wir haben natürlich jetzt auch einige gezogen, traurigerweise. So, ich aktiviere die. Die will ich auch haben. Dann würde ich gerne schauen, wohin diese 5 Schaden gehen, oder? Ja. Auf ihn, das ist sehr gut. Dann zerstören wir ihn einfach. Und weg ist er, der kleine Macker. Wenn er nichts gegen die beiden macht, ist er tot. Nächste Runde. Oh, trifft er? Er trifft. Okay, diese Kombination kann auch ziemlich krasse Decks scheinbar hervorrufen. Vor allem wegen dem, weil der nervt doch ein bisschen. Oh nein, die zweite Nicht-Prophezeiungskarte. Ja, natürlich trifft er auch. Er hat getroffen, also wird er treffen, logisch. Oh, das ist eine gute Karte. Wir haben leider 4 weniger Leben als er. Deswegen ist natürlich jetzt die Karte nicht so gut. Nächste Runde können wir aber die spielen. Ah, das ist dumm, das zu machen. Wir müssen natürlich auch... wir müssen aber auch seine Gefahren zerstören. Wir können jetzt nicht an Down Face gehen. Das ist das einzige Problem an dem Deck. Es kann nicht so oft Face gehen, wie es sollte vielleicht. Oh, wo gehen die 3 Schaden hin? An den, okay. Weil er mehr Leben hat, kann er natürlich noch eine Kreatur beschwören. Oh, yay, eine Prophezeiung. Mit unserem Dienst ehren wir Kühne. Ja, hier, ein 5-5er ist okay, glaube ich. So, das ist eine ziemlich gute Karte gewesen, damit können wir den zerstören. Und mit ihr machen wir nochmal, beschwören wir auch nochmal ein bisschen was. Und machen jeweils 2 Schaden. Und es sind 6 Vierer, die wir beschwören. Schon heftig. Ich meine, die alleine hat jetzt eine Stärke von 16 gezogen. Wenn er keinen davon zerstören kann, was unmöglich ist, aber also, weil allein die beiden... Allein das sind aber 10 Schaden, 14, 18, 19 für 9 Mana. Heißt, wir könnten ihn fast töten.
Theoretisch. Oh, mal sehen, was sie alle kriegen. Regenerieren. Wächter, okay. Na, das ist natürlich etwas dumm. Oh, nochmal. Schutzschild, bitte nicht. Tödlich. Schutzzauber. Oh Gott, das habe ich befürchtet. Was hat er jetzt noch regenerieren bekommen? Wenn wir aber noch irgendwas ziehen, was die aufpowert, meine Kreaturen, könnten wir tatsächlich noch gewinnen. Haben wir aber nicht. Okay. Ich glaube, den werden wir da reinrennen lassen. Der macht ja sowieso noch 2 Schaden extra. Ah, den zerstöre. Warte, der hat auch tödlich, oder? So, dann will ich den zerstören lassen. Also den will ich gern zerstören natürlich. So. Ja, komm. Ist das wichtig, dass er. Das, ja, nee, eigentlich nicht unbedingt. Macht Schaden. Dann, wenn wir den zerstören, werden die Karte beschwören und ihn hier einfrieren quasi. Oh, das sind 2 Schaden gewesen. Okay, hat er dahin gemacht. Und dann werden wir den opfern. Und nochmal 4 Schaden auf den Gegner schießen. Und natürlich hier nochmal 2, 4, 3 haben. So, er hat noch 10 Leben. Wir haben noch 8 Leben. Wenn er noch 6 Schaden hat, sind wir tot, logischerweise. Wir müssen jetzt selber 6 Schaden schießen. Dann könnten wir ihn eben sofort töten. Das bedeutet aber, es müssten, am besten würden, müssten beide überleben. Was aber wahrscheinlich nicht passieren wird. Okay, oder er fesselt einfach meine. Ich bin bereit. In einer Reihe nur. Okay. Das bedeutet, er ist gefesselt. Und wir können nichts töten von ihm. Allerdings, wir können natürlich hoffen, dass wir noch irgendwas ziehen. Na, komm. Haben wir nicht. Da wir jetzt weniger. Also, Mann. Das ist schon riskant, was ich hier mache. Wir könnten auch einfach den zerstören, dann hätte er 4 Schaden. Wenn wir allerdings. Na, sicher ist wahrscheinlich diese Variante, dass wir auf beiden Seiten nochmal einen 6-6er beschwören. 4-4er, der plus 1 ATK dazu bekommt. Jeweils und Death. 2-5-5er beschwören und schauen, ob wir dadurch gewinnen. Ah, er hatte tödlich, habe ich ganz vergessen. Wenn er 4 Schaden schießen kann, sind wir tot. Ah, nicht schon wieder. Schade, wir sind mal wieder gestorben wegen sowas. Das ist echt lächerlich. Durch was man stirbt dauernd. Also das Deck ist nicht schlecht, was wir hier gebaut haben. Das Problem ist, dass wir dauernd ins Face geschossen werden und verlieren. Was echt erbärmlich ist. Ach, falsches Dings gemacht. Es ist einfach erbärmlich. Es ist. Wie es ist. Sehr erbärmlich. Das bedeutet, eventuell müssen wir das nochmal anders spielen. Aber wartet mal, wir haben 3, 6, 9, 12, 15 Karten, wie gesagt, die wir in den ersten 2 Zügen spielen können. Darunter aber 3, 6, 9 Karten. Schon, also das ist schon eine Menge. Dann haben wir eben die ganzen Karten. Und eben sowas. Das Problematische ist eben, dass wir wirklich dauernd ins Face Schaden bekommen und sterben. Und wir niemals zum Beispiel die Karte bekommen, um Leben zu bekommen. Das bedeutet, wir müssten eventuell auch eine Karte spielen, die uns Leben gibt. Das heißt, es würde die Karte in Frage kommen. Ja. Wartet mal. Entzug. Also alle Karten mit Entzug. Müssen wir mal schauen. Egal welches Mana. Das wären diese Karten. Das sind die Karten, die alle Entzug haben. Wow. Nicht gerade viel. Oder. Okay, was ist mit Gesundheit? Das wären diese Karten. Eventuell müssten wir sowas spielen. Die Harpie ist ziemlich geil. Die will ich auf jeden Fall behalten.
Ah, und den. Komm, wir machen den weg. Beschwören den. Der kann uns ziemlich viel Leben geben. So, der wäre natürlich auch noch möglich. Das heißt, wir würden eventuell auf sowas verzichten. Und dann den hier also haben. Leider habe ich nicht genug Seelen. Also wie ihr seht, es braucht ein, zwei, um den zu beschwören. Wir würden für jede verbündete Kreatur eben Leben bekommen. Was bedeutet? Mindestens zwei. Ich mag den nicht. Das ist echt schlecht, finde ich. So, die geben Leben dazu und das wäre nur, wenn wir mehr Gesundheit haben. Gut, die Sache ist noch, mit Entzug können wir natürlich noch Karten spielen. Oh ja. Dafür müsste man natürlich erstmal hier. Hallo, jetzt haben wir das auch richtig geschrieben. Entzug. Wie heißt das denn? Hä, wie heißt das denn mit dem Leben dazu kriegen? Hier ist so ein Zug. Geil, okay, warte. Entzug. Okay, nochmal. Jetzt klappt es plötzlich. Wow. Das war eben die Sache, das oder den. Für 4 und 4 Vierer ist natürlich super. Und wir haben, wie viele, das kommt auch an jetzt, wie viele Dings wir natürlich besitzen. 3, 6, 9, 12. Nee, das ist eindeutig nicht genug. Ich glaube, der hier könnte ziemlich geil sein. Oder das wieder. Wollen wir den testweise reinnehmen? Zweimal, ja komm. Zweimal den rein, okay. Das gibt uns Leben. Und das sorgt dafür, dass wir nicht dauernd durch so eine Kackkarte sterben. Hoffen wir, dass es so klappt. Nächste Folge werden wir das Deck so spielen. Hoffe, ihr seid bereit. Und es hat euch gefallen, die Folge. Wenn ja, ihr wisst, ein Däumchen würde mich wirklich glücklich machen. Und ich muss zugeben, bisher gibt es einige Däumchen da oben. Und das freut mich sehr. Macht weiter so. Das sorgt dafür, dass ja auch im Ranking, das Video-Ranking irgendwie steigt und dann mehr Leute das angucken können und so weiter. Eventuell bekomme ich auch mehr Abonnenten dadurch und dann bin ich glücklich. Und irgendwann werden wir vielleicht riesig groß, aber das sind natürlich alles erstmal Zukunftsträume. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Mittwoch wieder, da. Ne, wartet. Heute ist Samstag, doch Mittwoch erst wieder. Genau, also ab Mittwoch wieder. Freut euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!